Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Ener Bio Rossmann Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zu raten, zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, für 23,99 € kann man den bei Rossmann ergattern. Und nicht nur ich habe ihn gekauft, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal von Chiquitas Place. Schaut gerne mal bei ihr für eine zweite Meinung vorbei. Und das ist aber nicht nur der Ener Bio Adventskalender, sondern der Ener Bio and Friends Adventskalender. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier so drin finden dürfen. 24 Snacks und Snacks finde ich gut. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner wundervollen eigentlich Beauty-Reise. Ich würde mich mega drüber freuen. Ach, guck mal, das ist hier in so einem Karton drin. Das ist super praktisch. Den kannst du so weiterverwenden. Der ist nämlich nicht gebrandet oder so, ne? Und so sieht der von innen aus. Das ist echt hübsch. Also sehr, ich würde mal sagen, familienfreundlich gestaltet. Los geht's mit der Nummer 1. Und auch auf den Kläppchen steht nicht irgendwie was drauf oder so. Das ist echt cool, muss ich sagen. Ja, es startet hier mit so einem Klassiker. Und zwar die Ener Bio Vollmilchschokolade. Das ist nicht so hochpreisig, sage ich mal. 12,5 Gramm sind hier nur drin. Aber es ist ein schöner Einstieg. Und so einen Adventskalender würde ich mir auch vorstellen können, dass man den so als Familie öffnet. Und dann kann immer so im Wechsel, ne, jedes Familienmitglied vielleicht ein Büchslein öffnen. Am 2. Dezember steht drauf 24 Momente der Freude. Backe, backe, Kuchen, Weihnachten hat gerufen. Oh! Cashewkerne mit Salz und Pfeffer, auch von Ener Bio, sind hier drin mit 25 Gramm. Das sind einmal diese hier und sowas mag ich gerne. Also generell diese Cashewkerne mit Salz esse ich gerne und ja, mit Pfeffer, dann hat man da wahrscheinlich nochmal eine kleine Würze mit dabei. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir so süße Bärchen drauf. Das ist schon knuffig. Hier haben wir was von nicht Ener Bio, sondern von Raw Bite, The Organic Fruit and Nut Bite Cashew mit dabei. Und da sind 100% natürliche Inhaltsstoffe drin und da sind 15 Gramm. Für mal eben zwischendurch finde ich sowas auf jeden Fall ganz schön. Hier haben wir die Nummer 4 und da haben wir nicht nur hier vorne so eine süße Zuckerstange drauf, sondern hier so ein komplettes Zuckerstangenzelt. Das ist cool. Vielleicht ist hier auch eine Zuckerstange drin. Mal gucken. Nee, saure Sternchen. Oh, das ist dann so das Kontrastprogramm, auch von Ener Bio und hier sind 40 Gramm drin enthalten und so schaut das einmal aus. Genau, also einfach so Weingummis werden das sein. Zum 5. Dezember haben wir ein etwas größeres Büchslein und da darf auch was Größeres drin sein und zwar Dinkelsticks mit Sesam und Schwarzkümmel zum Knabbern und Dippen. Aha, 30 Gramm haben wir hier drin enthalten und sowas ist halt auch so, ja, wie der Adventskalender ja schon sagt, ne? So ein kleiner Snack für zwischendurch, das ist praktisch. Hier habe ich jetzt den 6. Dezember, Nikolaus, und wie süß ist das bitte, dass diese Häuserfront dann quasi Rossmann ist. Das haben sie süß gemacht, ne? Nikolaus darf was Besonderes sein. Und normalerweise haben wir hier so einen Schoko-Nikolaus drin, aber dafür ist es viel zu gut befüllt. Das ist von Alnatura, die dunkle Nuss-Schokolade, 100 Gramm. Das finde ich toll, dass sie das gemacht haben, ne? Also dass sie das auch im Prinzip geändert haben. Denn ja, der Adventskalender ist auch ein bisschen teurer geworden, aber ich hoffe dann natürlich auch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt endlich mal ein bisschen besser ist. Mal gucken, ich werde es ja ungefähr auch ausrechnen und ja, aber letztendlich, wir schauen einfach mal, ob uns der Adventskalender das Geld auch wert ist, ne? Aber so ist gut. Zum 7. Dezember lächelt uns ein kleiner süßer Schneemann an, der hier auch noch seine Berge mitbringt. Und dort haben wir Orange in Zartbitterschokolade drin mit 15 Gramm. Ja, das ist natürlich total winterlich-weihnachtlich, aber für mich ist alles, was irgendwie Obst oder Zitrusfrüchte oder so in Kombination mit Schokolade ist, nicht so geil, mag ich nicht so gerne, aber es ist eine Präferenz, ne? Also persönliche Präferenz. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht und das ist so ein süßer kleiner Wagen hier. Ho, ho, ho steht unten drauf. Und das ist von Ener Bio ein Flapjack-Lebkuchen mit 20 Gramm in dunkler Schokolade. Also so ein, auch ein kleiner Snack für zwischendurch. Für mich persönlich sind solche kleinen Snacks auch super geeignet, weil es ist so häufig jetzt gerade aktuell, dass ich halt vergesse zu essen oder dass ich dann mitten in der Nacht noch irgendwie am Machen bin. Und dann ist es einfach gesünder, wenn ich mir sowas halt esse, als wenn ich mir dann Chips, Schoki, dies, das, Ananas reinpfeife. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein paar Häuschen in einem Häuschen freuen. Und das ist ein bisschen schwerer. Ich spekuliere ja auch so ein bisschen auf diese kleinen Marmeladen und so, ne? Ja, diese kleinen süßen. Ha. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen exorbitant krass. Winteraufstrich Mandelcreme mit Zimt. Eieiei. 40 Gramm haben wir hier drin enthalten. Das ist schon sehr, sehr crazy.
Eine Mandelcreme ohne Zimt hätte mir noch besser gefallen, aber wir haben hier einen Adventskalender, ne? Das darf man nicht vergessen. Finde ich cool. In der Nummer 10 darf es jetzt auch wieder mit was Größerem weitergehen und wir befinden uns offensichtlich in der Weihnachtsbäckerei. Okay, da bin ich gespannt, aber eigentlich ist ja hier nur was zum Snacken mit dabei, ne? Wobei, das kannst du schon fast als komplette Mahlzeit betrachten. Von Oatsum, die Benjamin Blaubeer Smoothie Bowl mit Blaubeere und Johannisbeere. Fertig in einer Minute. Die habe ich eine ganze Zeit lang, ich glaube in der Schwangerschaft war das, ne? Zuhauf gegessen und dann halt wirklich ein bisschen aufgepeppt mit Haferflocken oder mit Früchten oder sowas, wie das hier auch abgebildet ist. Und ich fand das echt lecker. Also ich mag das auch sehr gerne. Es ist halt eine kleine Portion oder eine Portion, die auch bis März nächsten Jahres haltbar ist, aber die wird bis dahin nicht reichen, sage ich jetzt mal. 50 Gramm sind hier drin und ich hatte mir damals halt wirklich diese großen Dinger davon geholt und da hatte ich echt immer sehr viel und ja, habe es auch gerne gegessen. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Und ich sehe auch diesen Adventskalender so ein bisschen als Alternative zu zum Beispiel den großen von Brand News oder Degusterbox. Und da ist dann halt einfach die Frage, wenn ich das dann auch in Relation setze vom Preis-Leistungs-Verhältnis, kosten ja die dann entsprechend ungefähr doppelt so viel, ungefähr, ne? Mal so, mal so. Und dann muss der Degusta oder Brand News ja quasi auch doppelt so geil sein, beziehungsweise der hier halb so geil. Das heißt, eigentlich müssten dann hier auch mindestens halbe Portionen drin sein, was ja nicht der Fall ist. Aber wir gucken uns einfach mal weiter. Komm. Hier habe ich die Marzipankugeln drin in Zartbitterschokolade. Das ist auch so ein richtiger Klassiker, muss ich sagen. 30 Gramm haben wir hier drin enthalten. Also das sind auch wieder so ein paar, die man sich dann vielleicht auch in der Familie so aufteilen kann, ne? Und dann haben wir genau in der Mitte des Adventskalenders die goldene Mitte, die Halbzeit, den Weihnachtsbaum hier, die Nummer 12. Und hier haben wir drin Protein-Nussmix, gewürzt mit Tamari. Oh, das ist ja abgefahren, 15 Gramm. Also wird das dann einfach mal ein bisschen würziger schmecken, als man das so normalerweise kennt. Das ist halt so eine Handvoll Nüsse. Und ich glaube, man hat auch mal irgendwann gesagt, dass jeder Mensch jeden Tag so eine Handvoll Nüsse essen sollte. Das wäre gesund. Ich habe hier irgendwie noch Lippenstift. Und jetzt habe ich auch die erste Hälfte des Adventskalenders vor mir. Also es ist schön, definitiv, ne? Also ich mag diese Snacks, ich mag diesen Mix auch so ein bisschen. Für mich könnte aber tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen was Hochwertigeres mit reinkommen. Aber wir sind halt, glaube ich, auch immer mal wieder ein bisschen verwöhnt, ne? Also an und für sich schöner Inhalt. Die Nummer 13. Oh, was ist das denn? Ist auch irgendwie so ein Turm. Kokoschips. Ich mag gern Kokos. Mit Kokosblütenzucker gesüßt. 25 Gramm sind hier drin enthalten. Genau, sowas ist auch relativ gesund als Snack, ne? Und sowas mag ich auch ganz gerne. Mag aber, glaube ich, nicht jeder. Der 14. Dezember. Da haben wir auch wieder einen Tannenbaum drauf. Hier haben wir einen Riegel drin von Vegans Schockbar Kokosnuss. Ja, also ich, wie gesagt, mag Kokosnuss. Ich weiß aber, dass viele zum Beispiel so Bounty oder so nicht mögen. 40 Gramm sind hier drin enthalten. Und also für mich ist es gut, ne? Weil wie gesagt, ich mag Kokos auch gerne essen. So Raffaello und so, voll mein Ding. Aber ich glaube, manche werden das nicht so feiern, vor allem weil du hier zweimal Kokos hintereinander drin hast. Und dann hast du vielleicht jemanden, der zwei Tage lang das nicht so lecker fand, ne? Die Nummer 15 habe ich jetzt auch hier gesehen und da sind so ein paar Geschenke abgebildet. Hier haben wir auch wieder Cashews drin und die sind in Vollmilchschokolade mit Karamell und Salz, 15 Gramm. Ui, das ist natürlich voll meins, ne? Also ich habe gestern noch aus der Trench Raider Box so gebrannte Mandeln gegessen und die habe ich während des Schneidens einfach so weggesnackt. Alter, voll lecker. Und das hier sind keine gebrannten Mandeln oder, ne? Das sind halt einfach Cashews in Vollmilchschokolade. Aber wegen dem Karamell und Salz kam ich gerade drauf. Genau, das ist lecker. Dieses Süße mit dem Salzig. Denn das waren gebrannte Mandeln, die da auch noch Salz mit drin hatten. So, Kreis hat sich geschlossen. Ich glaube, am 16. Dezember habe ich auch wieder so ein kleines Gläschen drin. Mal gucken. Ja, oh, ich liebe es total. Das ist so toll. Das ist die Spekulatius-Creme. Ich glaube, die hatten wir letztes Jahr auch drin. 50% Spekulatius-Keks ist hier mit dabei. Das ist Hardcore, ne? Also 40 Gramm haben wir in dem Gläschen. Aber ich feiere sowas. Also für mich ist es halt wirklich schon cool, aber sowas esse ich dann auch wirklich nur in der Weihnachtszeit, ne? Schauen wir mal, was der 17. Dezember eine Woche vor Heiligabend uns bringen möchte. Hier haben wir Winteraufstrich und Spekulatius-Creme witzigerweise im Schaufenster stehen. Das, was wir ja quasi auch schon vor uns liegen haben. Das haben die süß gemacht, muss ich sagen. Und da haben wir drin enthalten von Alnatura ein Dattel-Brownie mit Zartbitter. Finde ich richtig toll. Beziehungsweise das ist nicht einer, es sind zwei Stück hier drin. Und da sind 34 Gramm drin enthalten. Also für mich persönlich richtig toll. Ich bin zwar nicht der ultimative Brownie-Fan, aber
Das hört sich für mich lecker an. Also, ne, dass ich das mögen werde, vor allem wegen diesem Dattel. Das ist schon meins. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und da sehen wir alle, hat Schneekugeln und so. Ich habe Schneekugeln. Ich mag Schneekugeln. Die habe ich auch immer so zu bestimmten Anlässen gesammelt. Ne? Bitterschokolade haben wir hier von Enerbio drin mit 70% Kakao und da sind auch 12,5 Gramm drin. Auch hier, das ist jetzt kein ultimatives Wow-Wow, aber mal zum Ausprobieren kann man das machen. Jo. In der Nummer 19 haben wir auch wieder so einen Tannenbaum, beziehungsweise außen drauf. Und drin haben wir einen Riegel. Und zwar ist das von Food Loose Create Happiness Peanut Butter Bites Erdnussmus Creamy. Ich mag sowas schon echt gerne. 40 Gramm haben wir hier drin. Und ja, das sind halt so zwei von den Dingern, die man hier unten sieht. Und die sind halt mit Erdnussbutter gefüllt. Ist sehr, sehr mächtig, aber sehr, sehr lecker. Direkt daneben befindet sich eine Laterne, die Nummer 20, übrigens herzlich willkommen in der Weihnachtswoche und herzlich willkommen im 20er-Bereich haben. Und da ist Zuckerwatte im Schaufenster oder in dem Weihnachtszelt drin abgebildet. Aber Zuckerwatte finden wir in diesem kleinen Büchschen nicht, sondern Erdbeeren in Vollmilchschokolade mit 15 Gramm. Ich hätte es noch cooler gefunden, wenn das einfach gefriergetrocknete Erdbeeren gewesen wären. Die hätte nämlich auch mein kleiner Sohn essen können. Aber na, so werde ich mir das nicht snacken wegen der Vollmilchschokolade. So wird vielleicht mein Freund sich das snacken, wobei der da auch nicht so drauf abfährt. So wird niemand bei uns in der Familie das essen. Die Nummer 21. Und hier sehen wir ein kleines Karussell mit Pferdchen außen drauf. Und hinten ist auch ein Mond und vorne auch noch mit dran. Das ist ein Sweet Golden Milk Würzmischungsprodukt mit Kurkuma und Zimt. 10 Gramm sind hier drin enthalten. Und ja, das kann man sich so anrühren. Hatten wir in einem anderen Rossmann Adventskalender ebenfalls drin. Da habe ich auch gesagt, vielleicht probiere ich es doch mal wieder aus, weil es ja auch super, super gesund ist. Aber ich musste mir das Zeug damals echt reinwürgen und habe das auch eine ganze Weile getrunken. Einfach, weil ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, dass es dabei helfen soll, dass man irgendwie schwanger wird und so. Und da wollte ich schwanger werden. Letztendlich bin ich schwanger geworden, aber ob es an dem Zeug lag, glaube ich nicht. Hier habe ich jetzt die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Und da sehen wir ein kleines Riesenrad drauf. Letztens waren wir noch Riesenradfahren, das war echt cool. Und hier habe ich auch wieder dieses Raw Bite, The Organic Fruit and Nut Bite, Pure Taste, Pure Joy, Apple Cinnamon drin in der Special Edition. Also auch das sehr, sehr passend für einen Adventskalender. Ne? Mit einem Hub sind die im Mund, cool. Die Nummer 23, das ist ein Tag vor Heiligabend. Hier haben wir noch ein kleines Sachet drin enthalten und zwar Nougat-Mandeln. Oh, da muss ich aufpassen. Die werde ich, glaube ich, auch mir naschen. Mein Freund wird sie auch, nee, das ist mit Zimt, wird er nicht mögen, aber ich schon. 30 Gramm sind hier drin enthalten und sowas ist auf jeden Fall ein Produkt, wo ich sagen würde, ja, das passt auf jeden Fall zu einem Tag vor Heiligabend. Und man ist auch nicht so voll gefuttert oder so, weil man ja immer relativ kleine Portionen über die ganze Weihnachtszeit hatte. An Heiligabend selber haben wir dann hier den geschmückten Tannenbaum, wo auch ein paar Geschenke unten drunter sind. Merry Xmas steht außen dran und hier haben wir ein Produkt. Das ist doch nicht wahr. Warum? Nee, das finde ich echt nicht cool. Haferriegel, Zimtstern. Ja, okay. 20 Gramm. Nein, das ist keine 24. Also da hätten die doch in die 24 auch sowas reinpacken können. Wie hier, diese dunkle Nuss, was wir in der 6 hatten. Was ist denn da passiert? Die enttäuscht mich gerade voll. Also und dann hätten sie vielleicht die 6 und die 24 tauschen sollen. Wobei, dann ist es halt kein Enerbio & Friends Adventskalender mehr, wenn du nicht in der 24 dann was von Enerbio drin hast. Irgendwie komisch. Und das war die liebe Nicole. Ja, das war jetzt der Adventskalender. Also, vom Inhalt her finde ich den Adventskalender sehr, sehr toll. Ich finde es auch sehr cool, dass wir einen wiederverwendbaren Boxen-Adventskalender haben mit diesem coolen Deckel und so. Das ist echt schön gemacht. Also, die waren die letzten Jahre nämlich relativ labberig und das fand ich ein bisschen blöd. So ist es echt eine gute Sache. Und auch der Inhalt ist sehr, sehr abwechslungsreich und sehr, sehr schön. Die Nummer 24 ist super enttäuschend, aber ansonsten hat man einen guten Einblick in das, ich sag mal, Bio-Sortiment von Rossmann ist es ja quasi, ne? Und mir gefällt, was hier drin ist. Was mir aber nicht gefällt, ist der Preis, den der Adventskalender hat. Wenn ihr den jetzt für weniger Geld gemacht hätten, für 18,99, 15,99, hätte ich gesagt, okay, ja, kann man definitiv so machen. Das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier kommt mir das jetzt nicht so vor, als würde ich einen guten Deal machen. Wie seht ihr das? Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Ich wüsste persönlich auch nicht, wo man sonst irgendwie so einen kompletten Bio-Adventskalender für so einen günstigen Preis bekommen könnte. Ne? Das ist mir durchaus bewusst, aber es sind schon wirklich sehr kleine Sachen hier drin. Die 24 ist sehr, sehr traurig. Und ja, also ich finde, das ist halt wirklich eher so Probiergrößen, so ein bisschen anfüttern. Ich finde es irgendwie schade. Naja, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.